Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Beneth Steel Sky. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, die Daten, die zwei Datendokumente, die Reich in seinem Terminal drin hatte, oder in seiner Cloud eigentlich, kann man sagen, haben wir entschlüsselt und angeschaut. Jetzt müssen wir aber noch, besser gesagt, wir sollten noch weiter in den Cyberspace wieder zurückgehen. Weil da gibt es nämlich noch was zu tun. Und ich schätze, das müssen wir auch noch machen. Was damit ist, habe ich noch keine Ahnung. Da kommt man nicht durch, das haben wir ja schon gesehen gehabt. Das wird von dem Augapfel hier beschützt. Und ich glaube allerdings, wir haben auch nicht wirklich was, wie wir hier an einem Auge vorbeikommen. Gehen wir mal hier lang. Okay. Ich glaube, das ist das Passwort-Dings, das, was wir hier brauchen. Das Rote. Da ist ja dieses Symbol auch abgebildet. Und das Hintergrund ist rot. Oh, können wir da jetzt irgendwie was machen? Ja, okay. Ah ja, das können wir auch wieder raustun. Okay, ich verstehe, wie das funktioniert. Ja, aber jetzt kommen wir schon nicht weiter, weil jetzt bräuchten wir hier wieder ein Dings. Ah, und da geht es ab. Okay. Wenn wir das jetzt wieder rausnehmen. Ja. Und wenn wir das Grüne hier jetzt reintun. Okay. Und wenn wir das Rote jetzt rein. Also ich bin im Moment. Ich habe noch keine richtige. Ah, ich wollte eigentlich das nehmen. Nee, das geht definitiv. Doch, das geht. Da kommen wir hier oben lang. So. Machen wir mal das Grüne hier rein. Ha, perfekt. Kriegen wir das Rote wieder? Brauchen wir das Rote überhaupt wieder? Ja, ist ja schon gut. Ja. Perfekt. Das hat ja gut geklappt. Ich hoffe, das Grüne brauchen wir nicht doch erst nochmal. Wow, was ist denn das? Eine Büste und ein Buch. Okay. In dem Fall. Quick Save, das wollte ich. So. Was ist denn das mit der Büste? Ein Phoenix-Programm. Von Sea Gray Union Sicherheit. Eingeschränkte Verwendung nur in Übereinstimmung mit Linkanweisung 889. Und das Buch? Eine Textdatei. Dann nehmen wir mal mit. Die Büste nehmen wir auch mit. Levette, mit dem kommt man ein Auge vorbei. Und das da müssen wir wahrscheinlich noch entschlüsseln. So. Gut, Mist. Zum Entschlüsseln müssen wir aber raus. Aber jetzt geht's erstmal hier wieder raus. Müssen wir erstmal wieder hier rauskommen. Beziehungsweise. Moment mal, wenn ich den Dinger hier nehme jetzt.
meine, wir können uns den Weg wieder in umgekehrter Reihenfolge reinmachen, aber. Ja, so sieht es doch ganz gut aus. Ich hoffe, ich brauche die Passwörter da nicht mehr. Ich dachte eigentlich, ja, ich hätte gedacht, wegen dem roten Bildschirm hier, dass wir da nur mit dem roten reinkommen, aber wir brauchen beide ja und, ja, ich denke, das wird schon passen. So, dann probieren wir mal was aus. Aber erst noch ein Quick Save. Ich meine, passieren kann nichts. Aber können wir jetzt den Phönix mit dem Auge benutzen? Nee. Ich dachte, damit kommen wir jetzt raus, dass wir uns. Und ich dachte, damit kommen wir raus, weil. An dem vorbei, indem er so eine Art. Das Auge ablenken mit einer. Duplikat von uns. Wie auch immer. Hat jedenfalls nicht geklappt. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Und schauen uns dieses Programm an. Oder diese Textdatei, die wir noch hatten. Die müsste jetzt auch unter Dokumente sein, oder? Phönix. Spezialagent Nummer. Ja, Reich. Subjekt Statusbereinigung. Der Überbringer ist zum Gebrauch berechtigt. Phönix Status wird in der Versammlung durch Ermittlung außer Kraft gesetzt. Sicherheitsdienst Sondereinheit. Der Überbringer ist zum Gebrauch berechtigt. Wird in der Versammlung durch Ermittlung außer Kraft gesetzt, der Phönix-Status. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Besonderer Statusantrag. Genehmigung für vorübergehende Anhebung des Link-Status gewährt. Status gewährleistet. Zugang zu allen Sektoren. Dauer 48 Stunden. Das heißt, damit kommen wir jetzt runter. Auf die unterste Ebene. Wir haben die Genehmigung dazu. Ha! Ist ja geil. Jetzt verstehe ich, was es ist. Aber ich will trotzdem noch eins ausprobieren. Können wir diesen Phönix-Status, was wir da hatten? It's the lake, and I don't... Mit dieser Stimmgabel vielleicht benutzen? Nee, geht nicht. Nee, dann habe ich keine Ahnung, was wir damit machen können. Aber vielleicht fehlt uns auch noch irgendetwas. Vielleicht fehlt uns noch irgendwas. Ja, jetzt gehen wir erstmal auf Speichern. Und jetzt schauen wir mal, ob er durch Fahrstuhl, ob das jetzt funktioniert hier. It's the only way. Ich weiß es nicht, ob das funktioniert. Vielleicht brauchen wir dafür dieses Phönix-Dings. Ja, wahrscheinlich brauchen wir dafür, ist dieses Phönix dafür da, damit dieses Ding verschleiert wird. Denke ich mal. Und damit kommen wir durch diese Scanner durch. So. Joey, wo bist du? Ah, nein, da ist er ja. Da ist er ja. Komm mit, guter Freund. Wir gehen auf die unterste Ebene. Ich nehme mal an, dass es die unterste ist. Weil er hat ja vorhin mal was gesagt gehabt von 12 Metern, glaube ich. Und da kann es ja nicht viel mehr sein. Da habe ich mich ja schon gewundert gehabt. Dass ich dachte, ich wäre eigentlich viel höher hier. Und wenn ich es richtig verstanden habe, müssten wir dann eine ziemlich luxuriöse Ebene haben, weil nach unten geht's immer. Man merkt ja auch, dass man immer mehr braucht, um runterzukommen. Und es wird immer luxuriöser. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert.
Moment, warum hast du einen Joey nicht mitgenommen? Oh no! Joey must have forgotten he'd changed shells. Okay, das erklärt's. Scheiße. I hope his board isn't broken. Der wollte einfach so mit runterkommen. Oh Mann. Warum ist er nicht einfach in die Fahrstuhl-Dings reingegangen? I ought to move that trash. It's too heavy to carry. Ach Mann, Joey. Okay. Schauen wir mal, was wir hier machen können. A pallet of bricks suspended from a pulley. Far too heavy to lift. Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Hülle für Joey. So, hier geht's nach rechts und links. Und es sieht tatsächlich wie die unterste Ebene aus. Auf jeden Fall luxuriöser als oben. Do you know the woman with the dog? Oh yes, that's Mrs. Piermont. The richest woman in Union City. And the ugliest. Hehe, okay. What's through that door? It's off limits to the likes of you. I just wondered where it leads. It's the old cathedral. There's nothing interesting in there. In fact, it's empty. Wenn's nichts Interessantes drin ist und leer ist, warum zum Henker bewacht er es dann? Why guard an empty cathedral? I'm not guarding it exactly. I'm just standing there, preventing me from entering. Yes. Okay, warum auch immer. What's the best way out of the city? There isn't a way out. Then the inhabitants are no better than prisoners. That's the price of progress. Never mind. Okay. Oh, Moment mal, da ist noch ein Brett, sehe ich gerade. Was ist mit dem Brett? It's pivoted in the middle, like a seesaw. That's too big and heavy to carry. Ah, okay, es wird noch wichtig werden, wahrscheinlich. Naja, jetzt gehen wir einfach mal weiter. Schauen wir uns mal um. Ist der Ausgang hier dasselbe wie da? Ich weiß es nicht. Junge, ein Gärtner? Ein Link-Terminal, okay. Knopf, ein Liftpflanze. Oh, guck mal, da geht's gar nicht weiter anscheinend. So scrollende Bilder hatten wir ja hier nirgends. Nee, okay. The leaves are shiny and waxy. It's too firmly rooted to pull up. The leaves are it's too firm. Ja, und der Long Terminal, das ist wahrscheinlich genau dasselbe wieder wie hier. Das wird sich nichts geändert haben. Genau. Dann reden wir mal mit den Zweien hier. Excuse me. Smart plural display. Are they real? What do you think? They look kind of shiny. Naturally. I've just varnished them. Do you paint the flowers too? This is Union City, not Wonderland. You obviously know nothing about plants. Ich weiß, dass man sie nicht unbedingt lackiert. What are those blue flowers called? They're dandelions. Don't touch them. They're pretty. But why can't I touch them? Because if you do, you'll wet your bed. I haven't done that for months. Won't the varnish harm the plants? Au contraire, clever Dick. It filters out the crap in the atmosphere. What are you doing to that plant? I'm modeling a living sculpture. It's called topiary, and it's an art form. Okay. See you later. Was auch immer.
The leaves are shiny and waxy. It's too firmly rooted. Huh. Sonst haben wir hier aber nichts. Nee. Dann reden wir mal nochmal mit dem Jungen hier. Was ist mit dir? Hello, who are you? My name's Vincent, what's yours? I'm Robert. You can call me Rob. What's that you're playing with? It's my handheld games console. Neat. What's the game? It's called Fleecy the Lamb. That sounds nice. What's the objective? Torch the mutant Psykos with your flamethrower and stop Dr. Mantis from butchering the orphans. But that's horrible. Yeah, I've played better. Okay. Do you know a man called Overman? No, Rob. Why do you want to know? He's my dad. Aren't you a little old to have a dad? Last time I saw him, I was a little boy. I was taken away to the Gap. The Gap? Oh, wow! I'd like to escape to the Gap. I'm tired of being told what to do. Do you know the woman with the dog? That's Mrs. Pimmel, and she's a pig. That's not a very nice thing to say. Well, she tried to confiscate my console. She gave me a lecture and tried to force me to join the Junior Security Corps. Okay. What other games have you got? Not many, because they're too expensive. They're smuggled into the city from Hobart. I've got Nobby, the platform game, Onan the Barbarian, and Revenge of the Deadly Dandelions. Dandelions? What color are they? Yellow, of course. Everyone knows that. The gardener told me they were blue. He's mad. He's not a real gardener. Ja, genau. Ob das noch wichtig ist? Ich habe keine Ahnung. Why aren't you at school, Vincent? My tutor's malfunctioned. I tried to reprogram it to play video games. Would you like me to repair your tutor? Oh, I can do that myself. But then I'd have to go back to my studies. Don't wear out your thumbs. Ah, den Hund kann man nichts mitmachen anscheinend. Excuse me. Dann reden wir mal mit der Alten. Hello, darling. I don't believe we've met. No, I'm a stranger here. I'm Mrs. Pierrot, but you can call me Danielle. Die alte Hexe wollte ich eigentlich noch sagen, so wie der Junge sie genannt hat, aber lassen wir das mal. How do I get out of the city? Now, why would you want to do that? There's nothing in the Gap but sand and savages. But that's where I live. Ooh, how ghastly for you, my dear. Do you know someone called Overman? Why, yes, I do. Oh. He worked with my husband, Professor Pierrot. Why? Are you interested in Overman? He was my father. I'm sorry, but I don't believe you. Overman's only son died in an accident. That was no accident, Mrs. Pierrot. It was deliberate sabotage by security. My mother was killed, but I survived. And I've read a document which proves it. Incredible! Your mother was a great friend to me. If there's any way I can help you, just ask. Okay. Also so schlimm, wie die alle sagen, kommt's mir jetzt gar nicht vor. What's the mutt's name? Well, really? He's not a mutt. His name is Spunky. He looks just like his owner. What do you mean by that? He's really cute and fluffy. Flattery will get you nowhere, young man. Never mind. Okay. Keine Ahnung, ob wir mit der noch irgendwas machen müssen. Auf jeden Fall hört sich's schon gut an. Dass sie, mein Vater, also nicht mein Vater, Roberts Vater kannte. Genau.
Dann können wir uns mal weiter umschauen. Schauen wir mal den Lift noch an. Den Knopf, ob wir da irgendwo hingehen können und machen diesen Rundkurs weiter. Der geht wahrscheinlich da lang hier. Und dann kommen wir irgendwann auf der anderen Seite raus. Ah, das machen wir in der nächsten Folge. Dann sag ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.